Diese blöden Fledermäuse, die gehen mir so auf die Nüsse. Okay. Jetzt haben wir die auch noch weg. Und jetzt kommt da hinten gleich... Ist das... Das ist aber noch kein Endboss, ne? Das ist jetzt nur ein Langweiler da hinten. Oh, eingefroren haben wir uns schon mal. Oh, das ist gut. Kriegen wir den nochmal? Ohne, dass wir vom Feuerball getroffen werden. Jawoll. Errungenschaft freigeschaltet. Sneak Attack. Jawoll. Ich bin halt, ne? Die Nostuk. Herzlich willkommen. Freue mich. So. Woran erkennt man das eigentlich? Wieso spreche ich Namen immer falsch aus und erkenne die Geschlechter nicht? Woran liegt denn das eigentlich, dass andere das wissen und ich nicht? Ich kann normal nur bis 20 Uhr ans Handy. Ach so. Ich bin nämlich fast sicher, dass ich bei in der Facebook-Gruppe Independent Let's Player, in der ich mich befinde, die heißt jetzt Independent YouTuber, dass es da auch einen Nostuk gibt. Also einen, hätte ich gesagt, ein junger Mann wäre das. Was heißt denn, wenn jemand jetzt subbt, ist der im Spiel mit drin? Erklär das mal bitte. Subscribed, meinst du damit? Oder wie meinst du das denn? So, okay, die Räume sind nun groß, aber keiner hat gewählt dafür. Okay, so. Nun wieder Magic. Oh, und wieder Fledermäuse. Nein! Okay, dann haben wir aber erstmal Glück gehabt. Wir haben jetzt den Gegner erstmal, sind erstmal auf Abstand. Jawohl. Sehr gut. Oh. Okay, keine Fledermaus gewesen. Danke. Ey, bitte, hat mich eine Bombe geschrieben. Nee, gut. Super. Ach so, alles klar. Ja, spendet. Ach so, du meinst, wenn jetzt jemand spendet, dann taucht der im Video auf. Genau. Das habe ich durch diesen Donation-Tracker gemacht. Aber den Link, habe ich in irgendeinem Video eingetragen, den Link. Aber ich habe den jetzt, und ich habe ihn auch mal bei Twitter gepostet. Ich mach jetzt mal den Pfeil hier weg, das darf wohl nicht wahr sein. Lass dich bloß in Ruhe, hau ab, nein! Oh! Hast du gesehen, der wollte sofort zubeißen! One Hit, so, weg. Die kommen schon so übelst aggressiv an hier, ich tue euch überhaupt nichts. Und werde hier voll attackiert. Und wir sind im Raum 19, das ist bisher auch der Rekord. Ich hoffe, wir schaffen es mal darüber hinaus jetzt. Ein Herz, das ist schon mal toll. Komm her. So, Bogen. Bogen ist echt klasse. Oh, wir hängen wieder am Boden fest hier. Jawoll, wir schaffen es in den Raum 20. It's YouTube Money wegen Gold. Nein, im Spiel. Als Gizmotin. Gizmo. Wenn jemand spendet, ist der im Spiel. Als Gizmotin. Echt? Und dann taucht er neben mir auf, oder was? Das heißt, er läuft dann mit mir mit hier in der Map, oder wie läuft... Echt wirklich jetzt? Aber wie kannst du mir denn spenden? Ich weiß sogar nicht, wie das geht. Wie kann man denn bei Twitch jemandem was spenden? Also, wie... Schox, erklär mir das doch noch bitte nochmal genauer. Wie kann man denn... Also das heißt, wenn jetzt jemand bei Twitch mir spendet, dann taucht die Person im Spiel neben mir auf und läuft mit mir hier rum, oder wie läuft das? Jetzt haben wir Feuer, alles klar. Bei einem Drittel von drei Einträgen... Alles klar. Und wir haben ein Gizmo. 200%. You're a little less alone now. Was heißt das denn? Was macht der Gizmo? Der Gizmo ist jetzt wirklich, wenn ich mein Geld spende, kommt der da an die Stelle oder wie ist das? Aha. Das ist natürlich eine ganz coole Sache, aber dazu muss derjenige ja auch einen Twitch-Account haben oder wie läuft das dann? Wie kann denn jemand hier Geld spenden? Oh. Jetzt habe ich ein Feuer. Das habe ich noch nie gesehen, wie Feuer abläuft hier. Es macht erstmal auch Schaden. Okay, wie Thunder so ähnlich, glaube ich.
Aha, die machen, das macht dauerhaft Schaden. Auch nicht schlecht. Das ist schon mal ganz gut. Da muss man in der Regel nämlich nur einmal treffen. Ja, genau. Alles klar, muss man nur einmal treffen. Ach, und der Gizmo macht mir auch eine Brücke. Hast du gesehen? Der hat mir eine Brücke gemacht. Guck mal hier, da müsste ich reinfallen. Hey, du. Was bist denn du für ein Lux? Was ist denn das? Angebrannt erstmal. So, was haben wir hier? Eine Goldmünze, ein bisschen Geld. Guck mal, bleibt das ja auch liegen? Guck mal. Cool, Gizmo ist eine Brücke. Für mich. Eigentlich habe ich mit so viel Dauerfeuer, durfte ich eigentlich jede... Da durfte es gar nicht mehr passieren, dass ich mal eine Fledermaus nicht treffe, ne? Und ich guck mal, was ich geschrieben habe. Plattform Gizmo. Mit Spendebutton kann man spenden. Aha, Sappen. Du musst Twitch-Partner sein. Bin ich ja nicht. Es gibt viele Arten von Gizmo. Alles klar. Nee, ich bin tatsächlich kein Twitch-Partner. Deswegen kann man mir, wenn man mir spenden möchte, nur über den Donation-Tracker spenden. Gronkh hat es ja sofort gehabt, nicht? Gronkh hatte, glaube ich, nach zwei Livestreams bei Twitch hatte der die Partnerschaft. Naja, gut, wenn man 20.000 Leute so schnell zusammenkriegt. Aber das ist ja, kann man ja eh nicht mit vergleichen. So, wir haben glatte Fußböden, das heißt, wir könnten eventuell rutschen. Was, wie soll das denn gehen? Ich hab's geahnt, dass hier so eine... Oh, scheiße. Ich muss die jetzt erstmal loswerden. So, jetzt, und dann hopp, hopp. Ist gut, wenn wir die jetzt einmal treffen, jetzt werden die ja nicht mehr zu Eisblöcken. Ich muss jetzt umdenken. Wir sind im Raum 21. Schaffen wir es noch vier Räume? Was? Ah, ich rutsch. Wie? Ich rutsch nicht. Ich hab grad festgehangen am Boden. So. So, alles klar. Das heißt das jetzt auch, dass wenn jetzt Gronkh dieses Spiel spielen würde und ich würde den während dieses Spieles mit 50 Cent zum Beispiel unterstützen, dass dann ich, also mein Name, meine Person einfach in diesem Spiel auftaucht und mit ihm zusammen dann kämpft? Das wär das jetzt quasi sozusagen so? Ich muss aber warten, ihr seht das immer erst 10 Sekunden später, könnt also gar nicht... Ja, richtig, ich sage ja, 20.000, genau, er hatte ja, man braucht 20.000 Views, um Twitch-Partner zu werden, und die hat er natürlich schon beim zweiten Livestream gehabt, weil 20.000 für den ein absoluter Spaß ist. Ja, also das ist natürlich, so meinte ich das ja auch. So. Hüppla. So, da haben wir das. Hey, im Moment sind auch die Fledermäuse ganz überhaupt... Ich bin langsam, komme ich raus, komme ich damit klar, hier, wie das läuft, ne? So langsam habe ich es raus. So. Jetzt kommen wir in Raum 22. Oder 21c erstmal. Was ist das? 21c. Wir haben jetzt... kleine Gegner. Und wir haben... Liebe. Ein Herz bekommen. Gibt es noch einen Shop vielleicht? Das wäre cool, wenn jetzt noch ein Shop käme. Lasst mich doch alle in Ruhe hier. Ey, haut bloß ab. Alle anbrennen. Alle anzünden. Ich zünd euch alle an. Übrigens, als ich heute in Dresden gewesen bin, das Ding ist ja gerade ganz witzig, aber als ich heute in Dresden gewesen bin, hat unser Stadtrundführer ja gesagt, dass auch aktuell die Frau Merkel in Dresden ist, aus einem nicht so schönen Anlass allerdings. Gibt ja tatsächlich Leute, im Moment werden ja hier tatsächlich Häuser angebrannt, in denen Leute untergebracht werden sollen, die eigentlich, die leiden. Naja, gut, ich will mich dazu politisch gar nicht äußern. Das bringt am Ende bloß eine Hatewelle mit sich. So. Also der Gizmo ist eine super Sache. Den finde ich ja schon mal ganz klasse. Da ist ja die Chance, dass ich irgendwo abstürze, gar nicht mehr so groß. So, einer brennt, zweiter brennt auch. Jawohl. Fledermaus ist auch abgestürzt. So, Raum 3 und 2. Och komm, ey, wir kommen immer näher ran an den... Angezündet. Och, das läuft bei mir. Ey, ihr seid echt absolut die besten Supporter, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich sehe, was die mit dem anderen Display, also bei dem ich damals mal reingeschaut hatte, wie das funktioniert, was die mit dem gemacht haben. Oh, guck mal, der hält so den Feuerball ab, der Gizmo. Das ist ja geil. Och, was hab ich gedacht, weiß ich nicht. Nein, oh, Glück gehabt, dankeschön. Wer ist denn Nostuk?
Dankeschön. Der Boss ist hart. Ja, nicht hart genug, wirst du sehen. Den kriegen wir auch schon. Wenn wir die Fledermaus überwinden können. Also da ist der Gizmo eine echte Hilfe, weil man sich da drauf konzentrieren kann. Dann kann man einfach normal spielen. Da kann man, muss man nicht drauf aufpassen, dass man irgendwo runterfällt. Das ist schon ganz gut durch den Gizmo. Jawoll! So, noch komm! Hey, wir haben, im Moment haben wir Max Herz. Was kriegen wir hier? Was kriegen wir hier? Jetzt sind die Räume Berge. Was heißt denn das? Ach so, jetzt müsst ihr mir wieder eine... Bitte erschlagt mich nicht! Bitte, er baut hier hinten. Bitte erschlagt mich nicht! Wisdom, Power, Courage oder No? Trade Gizmo for something? Nee. Braucht er nicht. Den Gizmo können wir ruhig behalten. Also 1 bis 5. Dann könnt ihr mir hier... Genau, so ist super. Nein! Super, super. Alles klar. Ey! Kommt er nicht hoch? Jetzt hätte er mich fast zerquetscht hier. Dankeschön, alles easy. So, jetzt haben wir 24C. Jetzt sind die Räume Durchschnitt. Was auch immer das heißen soll. Wir sind im Raum 25. So, jetzt wird die ganze Sache. Das ist natürlich, wenn ich mir den Raum angucke, kriege ich ganz schön das Kotzen eigentlich. Das kann nicht euer Ernst sein. Was haben wir da noch drin? Wir heben dieses Geschenk mal auf. Ist das ein Herz? Was hast denn du gegeben? Gold. Ja, das kann ich gleich einsammeln. Kann ich auch gleich schnell. Das ist so ruhig auf einmal. Das macht mir ein bisschen Angst. How do you like your room layout? Das ist doch scheiße. Zum Glück habe ich den Gizmo. Ich hoffe mal, ich falle jetzt hier nicht 25H. Okay, es geht weiter. Was haben wir hier? Ich behalte meinen Gizmo, dankeschön, das ist super. Der hilft mir hier im Moment, echt klasse ist der. Und jetzt Roundleaf, Giant Fire. Oh nein, eine Bat. Nein. Nein. Ey, oh, ich darf die nicht berühren. Das ist natürlich nicht schön. Ach du Scheiße. Ich darf sie nicht berühren. Wie soll man denn die schaffen? Ey, ich hätte jetzt wegrennen müssen. Scheiße, ey. Weg schnell. Was ist das? Was ist jetzt los? Nein! Oh nein, ich darf die alle nicht berühren. Das geht überhaupt nicht. Ey, wo ist mein Feuer hin? Ach, ich dachte, ich bin tot. So einen Spaß kannst du ja hier machen, aber nicht mit mir, Freundchen. Schnell weg. Hey, guck mal, ey, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, wir haben sie fast. Wir haben sie fast, wir haben sie fast. Der Gizmo ist eine super Hilfe, immer noch. Brennt die denn auch eigentlich? Die sollte theoretisch brennen. Jawoll! Was sagst du dazu? Nein! Was sagst du dazu? Wir haben es geschafft! Jawohl, wir haben den ersten Endboss beim ersten Versuch gecheckt. So, und was haben wir dafür bekommen? Mega Majority. Wir haben kleine Gegner. Die Räume sind nun gepittet, keine Ahnung. Wir haben einen Slot bekommen, weil wir ein großes Teil kaputt gemacht haben. Aber wir hatten doch eigentlich schon einen weiteren. Ach so, da ist er. You got a special event. This one is called Fist. Also das ist die Faust. Ach ja, Special Event Faust. Ich hab's gesehen, ich hab's gelesen. Ihr könnt dann Fist eintippen und dann kommt eine riesen Faust geflogen. So war das. Und wir haben einen Bumerang als neue Waffe.